Start ins zweite Saisonviertel. Sturm gewinnt ohne irgendein Problem. Klar und deutlich beim SKN St. Pölten und Rapid nach dem 1:0 in Mattersburg. Der Spitze auf der Spur. Alle Spiele, alle Tore, der 10. Tor. Ein Hardtour, extrem viel los, extrem spannend. Also etwas für die Grazer in St. Pölten. Rapid gewinnt 1:0 in Mattersburg und viele Tore und ein Admira-Sieg bei der Partie gegen den LASK. Und das ist die Tabelle. Rapid ist Dritter, Michi. Hat Rapid nicht auch irgendwann mal vor geraumer oder kurzer Zeit eine Mini-Krise gehabt? Ja, das ist einmal so im Fußball. Auf, ab, auf, ab. Schnelllebig, ist oder? Ganz wichtig, wie man am Schluss dasteht. Na, momentan die Momentaufnahme. Großartig, dort gehört Rapid hin. Weiß nicht, 10 Runden, ist das noch eine Momentaufnahme? Dann schaut es für Rapid nicht ganz so schlecht aus, höre ich. Ja, man hat auch heute wieder gesehen, dass die Mannschaft wirklich auf dem Weg nach vorne ist. Vom Spielerischen her, vor allem in der zweiten Hälfte, hat man gesehen, dass sie sehr wohl auch mit den Besten in der Liga mithalten können. Und ja, was mir fehlt, sind einfach die Tore. Deswegen muss man auch Tore mit der Hand erzielen. Vor allem die Stürmertore. Heute wieder keines. Erich Auer fasst für Sie die Partie zusammen. Mattersburg gegen Rapid. Einiges los im Pappelstadion. Rapid gewinnt kurios 1:0. Rapid hat nach 10 Runden 16 Punkte wie vor einem Jahr. Ja, und Mattersburg verliert das 5. Heimspiel in Folge. Erstmals in der Bundesliga-Historie. Dabei beginnen die Burgenländer rotzfrech vom Anstoß weg. Und noch mit etwas Ballglück, aber dann René Renner mit einer abgerissenen Flanke. Da ist Strebinger gut beraten, hier noch die Hand rauf zu bekommen. Das Ganze nach 15 Sekunden, in Minute 14, diese Szenerie. Konter der Burgenländer, diesmal Ballglück für Bürger gegen Auer. Schon wieder dieser Renner, Gruber. Mattersburg jubelt zum ersten Mal an diesem Abend über einen Treffer, der nicht zählt. Die Fahne von Stefan Kühr ist oben und das zu Recht. Gruber in strafbarer Abseitsposition. Im anderen Strafraum eine strittige Situation. Mara clasht da, schaubt den Arm ins Gesicht. Der Elferpfiff bleibt aus, aber es wird dann noch viel kurioser. Zunächst mal Bolingoli, der heute eine Traumpartie spielt. Knapp an seinem ersten Bundesligator vorbei, vorbereitet von Thomas Murg. Rapid ohne Schobesberger in der Anfangsformation, aber immer wieder mit diesem sensationellen Belgier. Bolingoli, wir sind knapp vor der Halbstundenmarke. Schaub in den Rückraum und dann ist der Ball drinnen. Rapid feiert, Mattersburg protestiert. Und das meiner Meinung nach völlig zu Recht. Da lohnen sich mehrere Blicke. Die Vorbereitung okay. Bolingoli auf Schaub. Der Pass in den Rückraum nicht optimal. Und dann schießt Hanno. Schwab den Ball an den ausgestreckten Arm. Und von dort geht das Spielgerät ins Tor. Für mich ein irregulärer Treffer. Da bleibe ich einfach dabei. Aber er zählt nach dem Doppelpack gegen Wolfsberg schon wieder ein Tor von Schwab. Muss ja nicht immer per Weitschuss oder mit dem Kopf sein. Geht offenbar auch mit dem Unterarm. Rapid hat 70% Ballbesitz, aber Mattersburg macht aus den wenigen Angriffen doch recht viel. Bürger, da ist Mara und zum zweiten Mal jubeln die Burgenländer und zum zweiten Mal zählt der Treffer nicht. Bürgers Kopfball, bei dem steht Mara vorne, richtig entschieden. Zum zweiten Mal von Stefan Kühr. Gerald Baumgartner ist allerdings nicht mehr zu bremsen und wird von Schiedsrichter Schüttengruber auf die Tribüne geschickt. 3 Minuten nach diesem nicht anerkannten Mara-Tor. Wieder Mattersburg. Gruber, Strebinger lenkt den Ball an die Stange. Bürger staubt ab. Wieder abseits. Und diesmal steht schon Gruber bei der Kopfballverlängerung vorne. Auch das ist eine richtige Entscheidung gegen die Burgenländer. Kurios. Cesar Ortiz fragt noch mal nach bei Schüttengruber und gleich nach Beginn der zweiten Hälfte ein glasklares, strafbares Handspiel von Gruber im Strafraum. Da gibt es keinen Elfmeter, vielleicht ausgleichende
Ungerechtigkeit. Dann kommt Schobesberger ins Spiel mit seiner ersten Aktion. In Minute 62 sorgt er für den ersten Schuss aufs Tor von Kuster in der zweiten Hälfte. Ja, Rapid spielt phasenweise begeisternden Offensivfußball. Bolingoli hier mit einer tollen Vorarbeit für Stefan Auer, aber der macht nicht sein drittes Saisontor. Das Ganze in Minute 71. Elegant. Der Bolingoli, elegant. Der Schneckerl, aber Rapid vergibt viele Möglichkeiten auf das 2:0. Kontergelegenheit dann noch in der Schlussphase. Murk auf Schobesberger. Auch der macht den zweiten Treffer nicht. Was hier fahrlässig aussieht, reicht am Ende aber doch. Rapid holt zwei Siege am Stück. Stefan Schwab fragt noch mal nach, war mein Tor regulär oder nicht? Naja, Roland Streinz fragt jetzt Stefan Schwab selbst, ob dieser Treffer regulär war oder nicht. Ja, wir haben uns gemeinsam das Handtor, das ist ja unbestritten, angesehen. Wissen Sie, ob das strafbar war oder nicht, oder ist es Ihnen einfach nur egal? Ja, es ist schnell gegangen. Ich glaube, es war schwer für den Schiedsrichter zu sehen, zu entscheiden. Ich kann nur sagen, es war keine Absicht und ich glaube, dass nicht jetzt irgendeine Bewegung von der Hand zum Ball war. Für das ist es viel zu schnell gegangen, dass ich irgendwie mit der Hand reagieren kann und den Ball reinhauen kann. Von dem her, ja, müssen wir darüber streiten, aber wie gesagt, keine Absicht und eine normale Handbewegung meiner Meinung nach. Rapid gewinnt. Rapid spielt auswärts zu null, das erste Mal seit 1,5 Jahren wieder. Was war das heute für ein Abend? Ja, wichtiger Auswärtssieg, das erste Mal in dieser Saison zu null. Ist wichtig für uns, dass wir sehen können, dass wir mal defensiv gut verteidigen können, keine Gegentore kriegen. Und ja, auswärts muss man solche Spiele drüber bringen. Und das haben wir heute geschafft, das tut uns gut. Aber natürlich haben wir Luft nach oben. Ich glaube, die letzten Leistungen waren besser. Wir müssen in der zweiten Halbzeit die Konter fertig spielen. Wir haben sehr viele gute Kontersituationen und machen es 2-0 nicht. Und dann kann immer was passieren. Das haben wir in Salzburg gesehen. Das haben wir in Alltag gesehen, wenn wir einen Ausgleich gemacht haben. Und von dem her müssen wir da den Sack dann früher zumachen. Aber wir freuen uns heute über die 3 Punkte und dass es weiter nach oben geht. Ja, Rang 3 bis morgen zumindest. Huhu, Euphorie. Ja, man spürt generell jetzt in den letzten Wochen, dass ein bisschen ein Aufwind da ist. Das Umfeld ist positiver. In der Mannschaft kriegen wir Selbstvertrauen zurück. Wir alle sind positiver. Das merkt man schon und es tut gut einmal, weil wir ja immer sehr viel abgekriegt haben. Und jetzt ist es einmal so, dass wir mal eine kleine Serie haben. Und das ist wichtig für uns, für die Köpfe einfach mal. Danke. Also Rapid raus aus der Krise und man soll jetzt mit der Hand kein Tor schießen dürfen, aber wenn es keine Absicht war, dann darf man es regeltechnisch. Burschen, noch einmal die Szene, noch einmal der Schwab-Treffer, was sagt ihr? Also für mich ist das Tor nicht regulär. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist. Ja, es ist möglich, ja, weil sonst wäre es ja nicht passiert, dass ein Handtor von 11 Meter gestartet ist. Ja. Also das darf es einfach nicht geben. Und ich stelle einfach die Frage in den Raum, ob im Handballsport ein Tor mit dem Fuß erlaubt ist. Ein hochinteressanter Ansatz. Ja. Ist ein Tor mit dem Kopf erlaubt beim Handball? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht erlaubt ist. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das heute ein völlig irreleeres Tor war. Michael, jetzt hat Rapid so gut gespielt wie schon lange nicht mehr. Geht das jetzt alles unter durch diesen blöden Treffer? Nein, also überhaupt nicht. Man hat sehr gut gespielt, vor allem sehr schöne Spielzüge nach vorne, sehr schnell nach vorne gespielt, hat auch sehr gute Chancen herausgespielt. Man hat sie nicht verwertet, das ist vielleicht das einzige Manko, aber man hat auch defensiv, wie wir gesehen haben in der Statistik, ja kaum was zugelassen, bis auf die 3 Tore, die aber zu Recht nicht gegeben wurden. Ja, das ist halt ein kleiner Schönheitsfehler, aber es der Schiedsrichter entscheidet. Der hat auf Tor entschieden und deswegen nimmt das Rapid, glaube ich, sehr gerne an. Dann kommt jetzt die Analyse der beiden Trainer aus dem Pappelstadion. Wir sind gespannt, Sie auch, liebe Zuschauer, Gerald Baumgartner und Goran Djuricin bei Roland Streinz. Ja, wenn man einen Lauf hat, dann gewinnt man solche Partien. Goran Djuricin, hat man einen Lauf? Ja, ich halte nichts von solchen Wörtern. Wir haben gewonnen, das freut mich sehr. Ob es ein Lauf ist oder nicht, müssen andere entscheiden. Aber ich bin sehr froh über den Sieg, ja. Wenn man einen Unlauf hat, dann verliert man solche Partien. Gerald Baumgartner, ist es so? Scheinbar ist es so, aber ich glaube dem Harry Weber, danke für die Analyse, Harry, ist nichts hinzuzufügen. Und
Verbreiterung Hand oder nicht und das ganze Theater immer, wann ist es Hand, wann ist es nicht Hand. Also der Ball geht klar, wird weggeschossen und an die Hand und von so großer Entfernung ins Tor, dann gibt es nichts hinzuzufügen. Wenn der Schiedsrichter das nicht sieht, ist es schlecht für uns natürlich. Und wenn du gegen Rapid 1-0 hinten bist, dann musst du eben zweite Halbzeit viel mehr aufmachen. Das haben wir gemacht. Dadurch konnte Rapid das eine oder andere Mal sehr schön kontern. Sie sind ja sehr schnell, haben auch eine sehr gute Mannschaft, technisch hervorragende Spieler. Deswegen haben sie es auch gut im Konter gespielt. Aber wenn du nicht 1-0 mit einem irregulären Treffer hinten liegst, dann kannst du gegen Rapid auch zweite Halbzeit ganz anders spielen. Dann stehen wir weiter in unserer eigenen Hälfte und können vielleicht selber gegen Rapid zu Hause kontern. Gordon, was können Sie anfangen mit Interpretationen, Auslegungen, wonach dieser Handtreffer regulär sein sollte? Das weiß ich leider nicht. Es ist sehr bitter für Mattersburg, es tut mir auch leid für Sie. Ich kenne aber die andere Seite auch. Ja, ich denke, aufgrund der vielen Chancen in der zweiten Halbzeit, wo wir, glaube ich, viermal alleine vom Tor gestanden sind, geht der Sieg dann im Endeffekt in Ordnung. Mattersburg hat drei Abseits-Tore geschossen, kommt auch nicht so oft vor, glaube ich. Also sie waren sicher knapp dran, aber wie gesagt, heute hat der Glücklichere, aber auch, denke ich, der Bessere gewonnen. Wie ist es Ihnen in der Schlussphase gegangen? Da ist ab und zu recht sorglos der Ball noch einmal hergeschenkt worden. Konterchancen für Mattersburg. Ja, auf einer Seite ist es gut, wo wir, weil ja die Öffentlichkeit immer sagt, wir sind mental nicht gut drauf. Und wenn man einzeln Rückstand ist und dann attackiert wird, angepresst wird und dann trotzdem versucht, hinten rauszuspielen, denke ich, dass das von Selbstvertrauen zeigt und von mentaler Stärke. Und dass da ein Ball verlieren geht, und das ist so. Ich bin auch ein Trainer, der oft riskant spielt. Ich lasse ihnen das. Wenn es einmal in die Hose geht, dann ist es so leider. Würde halt wehtun, aber ich denke mal, wir sind Rapid, wir müssen immer wieder auch riskant spielen. Gerald Baumgartner hat ja schon vor diesem Spiel gesagt, er wünscht sich eine gute Schiedsrichterleistung. Hatten Sie eine Vorahnung? Wahrscheinlich habe ich das selber mit meinen Gedanken heraufbeschworen. Also ich habe auch den Sky-Reporter gefragt, ob das dann Tor war oder nicht. Und die Bank ist aufgesprungen hinter mir. Der vierte Offizielle hat dem Schiedsrichter gesagt, alle sind aufgesprungen, nur der Baumgartner hat nichts gemacht. Ja. Trotzdem bin ich auf die Tribüne geschickt worden. Das ist dann, vielleicht deshalb. Das ist dann wieder typisch und ja, schade, dass man so ein klares Handspiel nicht sieht als Schiedsrichter. Deswegen ist er ja da. Und ja, für uns sehr bitter, dass wir nicht einen Punkt mitgenommen haben gegen Rapid. Mit einer tollen Leistung der Mannschaft kann man nichts vorwerfen. Wir haben wirklich gut gespielt. Noch einmal zu den Konterchancen von Rapid. Wenn wir nicht hinten sind, dann spielen wir anders, spielen wir nicht zu hoch. Deswegen hat Rapid das gut gemacht. Und ja, im Endeffekt verlierst du dann wegen einem irregulären Tor. Und das ist natürlich sehr schade für uns. Muss Rapid, der Trainer Goran Djuricin, auf die Euphoriebremse vielleicht sogar schon drücken? Man ist auf Rang 3, bis morgen zumindest. Nein, ich bin nicht euphorisch. Ich glaube, die Mannschaft auch nicht. Die Mannschaft freut sich nur sehr, genauso wie im Trainerstaff. Wir werden einfach jetzt in letzter Zeit auch oft belohnt für unsere harte Arbeit. Wir arbeiten wirklich sehr hart. Wir haben viel Stress bekommen von allen Seiten die letzten Wochen und Monate. Und ich denke, das sollten wir jetzt wirklich genießen, dass wir jetzt einmal dort sind, wo wir sind. Aber die Meisterschaft geht weiter. Und in zwei Wochen ist St. Pölten da zu Hause, die ums Überleben kämpfen. Wird genauso schwierig wie jetzt hier heute. Mattersburg hat es uns nicht leicht gemacht. Uns wird es keiner leicht machen. Aber wir müssen auf unserer Linie bleiben. Danke an die beiden Trainer. Hier in Mattersburg wird Danke. Mit Sicherheit noch viel diskutiert. Wir werden auch versuchen, Manuel Schüttengruber, den Schiedsrichter, noch zu einer Stimme hier zu bewegen. Ja, sollte dann rund um 21 Uhr soweit sein. Danke, Roland Strenz. Inzwischen 5 Ligaspiele in Folge nicht verloren. Ist das ein Lauf des SK Rapid? Goran Djuricin hat die Frage nicht beantworten können, Harry. Ja, ich bin der Meinung, dass Rapid in der zweiten Hälfte sehr attraktiven Fußball gespielt hat, aber wie Gerald Baumgartner gesagt hat, auch deswegen, weil sie 1-0 in Führung gegangen sind, deswegen Mattersburg die Räume hinten öffnen musste, um offensiver zu werden. Und da hat man schon gesehen, dass sehr viel Qualität ist in der Mannschaft von Rapid. Aber was wieder mal gefehlt hat, war das zweite Tor, um wirklich sicher über die Bühne zu kommen und diesen Sieg heimzufahren. Das zweite Tor und sicher über die Bühne kommen hat ja am Anfang der Saison auch oft nichts genutzt. 8 Ligaspiele, Michi, und wir sind jetzt bei den Mattersburgern und daraus nur 2 Punkte geholt. Was ist das? Eine Krise, oder?
Ja, kann man schon sagen. Obwohl eine klare Leistungssteigerung da war, man muss das schon auch deutlich sagen, dass Mattersburg sehr viel probiert hat, haben auch phasenweise bis zum Schluss immer wieder Druck erzeugt, aber Rapid ist clever gestanden hat. Also da war kaum ein Durchkommen. Aber ich glaube, vorwerfen kann man den Spielern gar nichts. Sie haben wirklich alles probiert heute. Und es war eine packende Partie, wenn es auch nur ein Tor gegeben hat. Und das war wahnsinnig, wahnsinnig strittig. Jetzt kommen wir. Da ist von Mattersburg, hat die vergangenen 5 Bundesliga-Heimspiele allesamt verloren. Dabei schien es aufwärts zu gehen nach dem 2:2 in Pasching beim LASK. Und da hat ja Thorsten Mahrer, der Innenverteidiger, beide Tore für die Burgenländer erzielt. Ja, in Pasching gegen den LASK, da hat er doppelt getroffen. Heute hat er eigentlich auch getroffen, nur war es abseits. Wie insgesamt 3-mal in dieser Partie. Was gibt es zu so einem Spiel zu sagen? Ja, tut weh, dass wir da wieder nichts mitnehmen daheim. Ich denke, wir haben aufopferungsvoll gekämpft, haben leider, ich habe es gerade gesehen, ein sehr, sehr blödes Tor gekriegt. Ich denke schon, dass man das abpfeifen sollte, aber ja, will es jetzt nicht weiter beurteilen. Haben vorne auch 3-mal den Ball ins Netz gebracht. Ob jetzt alle 3-mal abseits waren, kann ich nicht sagen, aber das kann man leider nicht ändern. Aber ja, tut weh, dass wir da wieder nichts mitnehmen können. Ja, war knapp, aber doch abseits ist das Ganze total bezeichnend für die Lage, in der sich Mattersburg im Moment befindet. Ja, ich denke, dass wir aufopferungsvoll kämpfen, vor allem in den letzten 3 Partien, eine ganz passable Leistung auf den Platz bringen. Und leider das Quäntchen Glück im Moment fehlt, aber das werden wir uns zurückkämpfen. Wir müssen einfach weiter genauso arbeiten, wie wir es jetzt auf dem Platz gemacht haben. Und ja, dann wird es wieder bergauf gehen. Gut, dass jetzt die länderspielbedingte Meisterschaftspause kommt. Ja, ich meine, wir haben jetzt noch die Cup-Partie in der Woche gehabt. Also ich glaube, es tut ganz gut, jetzt ein bisschen runterzukommen. Aber ja, wir werden auch in der Woche hart arbeiten, damit wir dann nach der Länderspielpause wieder punkten. Vielen Dank. Ja, der Schiedsrichter und seine Assistenten einige Male heute im Mittelpunkt. Die Assistenten haben aber immer richtigerweise die Fahne gehoben bei diesen Toren des SV Mattersburg, auch beim Treffer von Thorsten Mahrer. Es war immer wieder knapp in Minute 14. Diese Aktion hier, Abseitsposition von Gruber, zu Recht zählt dieser Treffer nicht. Und dann hat es noch 2 ähnliche Entscheidungen gegeben. Hier nach dieser Flanke serviert Bürger eben Thorsten Mahrer den Ball. Auch der ist vorne. Auch dieser Treffer zählt nicht. War immer knapp, war immer eng, aber letztlich konnten sich die Mattersburger eben nicht freuen, weil auch dieser Treffer hier, den dann nicht Gruber, sondern Bürger erzielt hätte, letztlich zu Recht nicht gegeben wurde. War ein bitterer Abend für Gerald Baumgartner, kann seinen Frust verstehen. Offensichtlich hat er sich dann im Ton vergriffen und musste deshalb auch auf die Tribüne. Bei Rapid heute mit von der Partie von Anfang an war Max Hofmann, der ja zuletzt krank gewesen ist und 3 Pflichtspiele nicht in der Innenverteidigung spielen konnte. Heute hat er gespielt, hatte einiges zu tun, denn er musste sich viele Duelle mit Patrick Bürger liefern. Ja, Max Hofmann, direkt ungewohnt. Rapid spielt auswärts zu 0. Das war zuletzt vor 1,5 Jahren so. Wieso ist es heute endlich aus Rapid-Sicht wieder gelungen? Ich glaube auch einfach, dass man jetzt einfach mental auch ein bisschen stärker sind. Ich glaube, vor einem halben Jahr oder Jahr hätten wir die Partie dann wieder irgendwie verloren oder unentschieden gespielt. Aber ich glaube, jeder Einzelne weiß, um was geht im Moment und kämpft. Und ich glaube, das hat man gesehen. Es hat jeder für jeden gefightet. Man sieht, nur mit Fußball spielen kann man da nichts reißen. Und deswegen muss man sich halt auf die Tugenden mit Kämpfen, Beißen fokussieren. Und das haben wir halt gut gemacht. Ein bisschen Glück war auch dabei. Ich weiß nicht, ob alle abseits waren, aber das gehört auch dazu. Von dem her, wenn wir es am Ende besser fertig spielen, glaube ich, geht es noch höher aus. Aber ich glaube, mit dem zu Null vor allem auch, können wir auch in der Saison, wo wir es noch nicht so oft geschafft haben, wirklich zufrieden sein. Ja, worin befindet sich Rapid im Moment? In einem Minilauf, in einem echten Lauf schon? Ja, ich glaube, von der letzten Länderspielpause bis zu der haben wir jetzt nichts verloren. Ich glaube, da können wir schon positiv darauf zurückblicken. Wir haben Salzburg auswärts, Alterhaus jetzt gehabt, was wirklich nicht leicht war. Und von dem her, glaube ich, können wir schon zufrieden sein. Es ist, ja, ich glaube, die richtige Richtung, in die es jetzt geht. Leider bremsen sie jetzt ein bisschen die Länderspielpause. Wir müssen einfach weiter dranbleiben nach der Länderspielpause, genau da weitermachen, damit wir den Lauf fortsetzen und dass wir endlich uns oben festsetzen, da wo wir hinkommen.
Wo muss man sich noch verbessern? Stichwort Spielende, Leichtfertigkeit. Ja, genau so ist es. Am Ende müssen die aufmachen. Spielen mit 4 Stürmern vorne und da gibt es Räume. Und ich glaube da, vor allem mit Schobi und mit Murgi, wir haben so schnelle Spieler, da müssen wir es einfach besser zu Ende spielen. Wenn wir das 2-0 machen, sind es gebrochen, dann ist vorbei die Partie. So ist es natürlich schwer, das Spiel mit 5 Lackeln vorne. Da kannst du kämpfen die ganze Zeit. Von dem her ist es nicht einfach, aber es muss einfach besser fertig spielen. Aber die 3 Punkte zählen.